Hallöchen, liebe Zuschauer, zur 72. Episode und dem allerersten Pflichtspiel im Carabao Cup auswärts gegen Wigan Athletic. Wir müssen nur auf zwei Spieler verzichten. Natürlich verletzungsbedingt, was auch sonst. Und ja, Spielpraxis ist bei allen eigentlich perfekt. Mal gucken, wie sich die Mannschaft jetzt hier aufstellen wird. Diese beiden Leihspieler, die waren wirklich unnötig. Vor allen Dingen er hier. Larios, ja gut. Können wir noch irgendwie verkraften als Ersatzlinksverteidiger. Aber Antonsson ist nicht gut genug. Überhaupt nicht. War nicht ganz so vonnöten. So, vorne also Tigges. Links Politic. Lindsay, dann haben wir hier. Wo bist du denn? Tobi Raschel. Brown, Delaney. Und Savunmi. Senua brauchen wir ja nicht. Genau. Hab den mal hochgetan. Ach, das geht sogar. Ah ne, das war die Bank. Wollte schon sagen. So, auf die 10. So, sieht soweit richtig aus. Ja, nur Tom White ist noch nicht ganz fit. Maximal 45 Minuten, aber wird er schon hinkriegen. Standardsituation. Vielleicht noch kurz aktualisieren. So. So, kann das wohl ganz gut. Meter. Ja, kann auch so bleiben. So, dann starten wir die Partie gegen Wigan Athletic. Auf einen guten Start. Das Wichtigste mit einer guten Leistung. So, Ton ist noch aus. Muss es wieder einschalten. An. Erweitert. Genau. Dann wollen wir mal auf den Sieg hoffen. Schön von Raschel. Eine Sache, wollte ich noch kurz gucken. Die Vertrautheit sehr hoch, genau. Perfekt. Lindsay schön raus auf Archie Brown. Wir wollen halt unser Offensivspiel, also unser Spiel allgemein ein bisschen weiter in der Hälfte des Gegners verlagern. Deswegen eine offensivere Position mehr im Mittelfeld. Macht das schon in meinen Augen Sinn. Und die Rückrunde vor allen Dingen in der letzten Saison hat gezeigt, ein paar Änderungen sind auf jeden Fall sinnvoll. Denn da waren wir teilweise wirklich grottenschlecht. Nicht die ganze Rückrunde, aber schon so 10, 15 Spiele. Wir auch verdient verloren haben natürlich. Steffen Tigges. Warum die Vorlage für Brown nicht gilt, weiß ich zwar nicht, aber wichtig ist, Torwartfehler von Wigan, vom
Keeper von Wim Athletic. Und Tick ist natürlich mit seiner Kopfballstärke oder eher gesagt mit seiner Größe da mit einer einfachen Partie. Boah, Mitchell Lawson. Ich muss aber sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass wir die Saison dann um den Aufstieg mitspielen werden. Eventuell kann natürlich passieren, klar. Aber es ist weiterhin nicht mein Ziel. Auch wenn ich gedacht habe, ich würde das gerne tun. Aber die Transfers bislang doch ein bisschen. Sehr schön. 2-0. Bisschen mager. Aber das sieht auch ganz gut aus. Tom White mit einem schönen Distanzschuss. Vorlage Gavin Jones. Eventuell kommen wir in die zweite Runde. Viel Platz. So viel Platz. Tom White noch nicht ganz fit, aber für Tore reicht's locker. Locker, locker. Schön gespielt auf Jones. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Natürlich viele neue sind gar nicht in der Startelf. Eigentlich ist bis auf Brown niemand. Somit eingespielt sind die ohnehin. Weiter so. White kann langsam raus. Für Darcy. Warum ist eigentlich Telefonese nicht auf der Bank? Das war jetzt auch nicht gerade so schlau von mir. Muss ich es ehrlicherweise zugeben. Und Herford Lockett. Noch stärkeres Auge. Augenmerk. Da was. Der macht doch nie so viel. So also ein größeres Augenmerk auf unsere Jugend setzen, finde ich. Das war nicht gut verteidigt. So, und Politic ins Zentrum. Gut aufgepasst von Raschel. Nach der Aktion, egal ob es ein 3:1 wird, werde ich ein bisschen kontrollierter setzen. Also die ganze Partie bestreiten wollen. So wurden wir schön auf Steffen Tigges und braucht zu lange mit der Ballverarbeitung. Schade. Schön weitergelegt. So, jetzt mehr Kompaktheit bitte. Ach, ich habe schon dreimal gewechselt, ja dann. Hat sich das erledigt? Aber trotzdem sagen, eine relativ verdiente Führung. So. Ich wollte schon Sieg sagen, aber so weit ist es ja noch nicht.
3 Minuten noch. Das war jetzt eine Konzentration die letzten Minuten. Viel Platz. Boah. Langer Ball, da ist niemand. Nicht unbedingt sehr offensiv. Larios schön gesehen auf Jones. Wir sind in der zweiten Runde. Perfekt. Direkt ein guter Start. Gegen starken Gegner auswärts 2-1 gewonnen. Das macht auf jeden Fall Mut für mehr. Muss man schon sagen. Super. Können wir gleich auch direkt mal gucken, einen Tag später oder 2 Tage später, gegen wen wir in der zweiten Runde spielen dürfen. Hoffentlich natürlich jetzt keine große Macht, damit wir noch einigermaßen eine Chance haben, aufs Weiterkommen. Zu langsam. Der Jack McLaver. Oder McLaver. Oh, da haben wir die zweite Runde. Und wir spielen auswärts bei den Wolves. Oh. Beides nicht geschafft. Kein Heimspiel und kein Team, was maximal auf Augenhöhe ist oder leicht überlegen. Mit den Wolves wird's schwer, um es noch zu untertreiben. Ach, Mann. Er hätte besser laufen können. So, jetzt schauen wir uns nochmal ein bisschen hier die Probespiele an. Bryce Hosanna. Finde ich halt wirklich ganz gut. Muss ich schon sagen. Bryce Hosanna. Vergleichen wir mal mit Gavin Jones. Als Ersatz, der offensiv trotzdem hier und da besser ist. Absolut. Auf jeden Fall ein Spieler, den man sich holen sollte, wie ich finde. Solange er nicht zu viel will. Was nicht der Fall ist. Perfekt, nur 73.000 Euro. Super. Jetzt ist er Moa. Versuchen wir weiterhin zu verkaufen. Vielleicht ja auch 50.000. Telefonese erneut. Und wo ist Isgrove? Da. Mal 300.000. Das ist ja schon viel Geld. Och. Weil ich dich nicht brauche, Leute. Auch der will nicht weggehen, ne? Ich sag ja, schön, dass sie so gerne hier sind, ne, aber das hat keine Zukunft. Ferreira ist da, perfekt. Also bei Mitarbeitern sieht man, ist es nicht ganz so wichtig, wenn die nicht aus Großbritannien sind. Ja, der kriegt bald neue. Ich kann ja eh nirgendwo scouten. Außer in Großbritannien, da macht es wenig Sinn. Ryan Delaney gesperrt. Okay, das ist nicht gut. Aber okay, Nightingale auch nicht. Ja, dann kann Antonsson direkt
zu seinem ersten Einsatz kommen. Schön. Schön. Von dem braucht niemand eine Pause. Tom White auch weiterhin maximal 45 Minuten. Wenn er die 45 Minuten eh nicht so nutzt, oder letztens war die 60 Minuten wie gegen Wigan, dann freue ich mich schon auf das Spiel. Ja, dann mal let's go. Super gespannt, ne? Aber wieder 46 Partien, also ein Mammutprogramm für uns. Ich würde schon sagen, wird die Kamera gar nicht mehr anders? Zeigen die jetzt die ganze Zeit Giovanni Bone, wie er da steht? Oder nennt man ihn Jevenai? Kann auch sein. Erste Gelegenheit für Pulisic. Virginia sehr schön raus auf Brown. Jones in die Mitte zur Politic. Erneut. Aber er macht den Reiter nicht. Reinic. Wo denn hier Tobi? Sehr gut. Tobi Raschel. Schade. Schon Einzelaktion, aber der Abschluss. Nun ja. Okay. Gordon. Die Abwehr war irgendwie nicht so ganz da. Wow, Virginia. Warum ist Dennis denn schon so schnell hier platt? Man merkt, dass sie einfach nicht so konditionell sind auf einer Höhe wie Topspieler, ne? McDonald sehr einfach. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Das war zu einfach. So kann das nicht sein. Sehr schön. Schön gespielt. Mal Nathan rein. So. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr machen offensiv.
12:3 Schüsse, ne? Gute Partie von uns, aber leider das Ergebnis erneut nicht das Beste. Oh, Brown. Gut aufgepasst. Nein. Aber da muss man die Gelegenheiten auch einfach machen. Man muss sie einfach machen. Zweiter Ball für uns. Gut zurückerobert. Archie. Der macht gut Dampf, muss man schon sagen. Adebayo, aber wir werden wirklich schonungslos. Schonungslos ausgekontert. Das ist wirklich schmerzhaft. Wir haben wirklich keine Gnade. Na komm, Nathan. Abseits aber trotzdem schöner Schuss. Nee, auch wenn wir das Spiel verlieren, die Saison ist lang. Die Spielweise an sich gut. Kann man nicht meckern. Und durch die alte Leier, man muss auch die Gelegenheit mal nutzen. Oder die Gelegenheiten. Schöne Flanke. Also der Linksverteidiger, also Brown, viel aktiver als Jones rechts. Wir schaffen uns immer gut rauszuspielen. Spielen auch schön durch die Breite. Also im letzten Drittel. Naja. Gute Grätsche. Boah. Das 2-0 ist schon viel zu hoch, aber dann auch noch ein 3-0 am Ende. Das wäre mega bitter. Ja gut, meine lieben Zuschauer, das war es dann auch von dieser Partie, denke ich, ne? Und damit auch von dieser Episode Nummer 72. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Dann hoffentlich mit unserem ersten Sieg in der Liga. Naja, sag mal so, das war Partie Nummer 1 von 46. Wir haben 2-0 verloren. Trotzdem eigentlich sehr gut gespielt. Vor allem auswärts. Also für ein Auswärtsspiel.
man gut in der gegnerischen Hälfte drin und hat natürlich die alte Leier. Die Chancen muss man auch mal nutzen. Ist halt so. Dann in 2 Tagen gegen Preston North End und den AFC Sunderland. Da wollen und müssen wir natürlich punkten. Ob wir schaffen, sehen wir dann übermorgen.